Hallo Leute, der Mike ist wieder da und ich begrüße euch zu diesem Video heute am... Wo sind wir denn hier? Da. Wir sind heute am Mittwoch, dem 22. Juli. Ich hatte ja im letzten Infovideo gesagt, dass ich mich mal demnächst ein bisschen über das Thema Retro-Spiele und aktuelle Windows-Versionen auslassen möchte. Und eben noch, falls einer fragen sollte, ja, ihr seht richtig hier oben OBS... unter Linux. Ich bin hier jetzt seit einem Monat hier an einem Rechner mit Linux komplett unterwegs, der vorher Windows 10 hatte. Ja, wieder Windows 10. da habe ich jetzt im Laufe des letzten Monats eine kleine Linux-Reihe vorbereitet. Die muss ich jetzt demnächst noch zusammenschneiden und rendern, wo ich dann so ein bisschen meine Erlebnisse mit Linux festgehalten habe, auf dem ehemaligen Wix-Desktop. Wer jetzt fragt, wieso Wix-Desktop, wer ist das? Wer den Kanal Mike's Hobbyzimmer verfolgt hat, der wird wissen, dass ich im Jahre 2016, im Juni, nee Quatsch, 2014 sogar schon rum, sind ja 6 Jahre, ja, 2014 im Juni ein Motherboard gefunden habe auf dem Sperrmüll, hier bei dem Nachbarn von mir, mit Prozessor und Arbeitsspeicher. Mit Kühlkörper, aber ohne aktiven Lüfter. Und das Board habe ich immer für neueste Software benutzt. Also hier Betriebssysteme. Da lief dann, wo überall noch Windows 7 bei mir lief, habe ich immer Windows 8.1 installiert zum Testen. Dann ab 2015 Windows 10 zum Testen, weil Bekannte von mir im Umkreis haben sich dann Windows 10 damals installiert, weil es ja kostenlos war von Microsoft aus. Und damit ich dann weiß, wenn die ein Problem hatten, welche Knöpfe ich wo drücken muss und wie Windows 10 so funktioniert, habe ich das dann drauf laufen lassen. Und auf dem Rechner habe ich dann jetzt seit dem Juni-Update von Windows 10, seitdem das bei mir lang ist, der Rechner lahmarschiger geworden. Dann habe ich das Update deinstalliert. Ich habe jetzt die Bezeichnung vom Update jetzt nicht im Kopf, wie die KB-Nummer ist. Und danach lief er wieder schnell. Da habe ich gedacht, weißt du was? Hau doch mal einen Debian 10 Codename Bastard drauf auf dem Gerät. Und ich muss sagen, läuft. Und hier, das ist nicht der Rechner, das ist hier der... Ah ja, genau, warum der Wix-Desktop hieß, der Rechner. Wie gesagt, Windows 10, WI und dann die X für die römische 10. Weil, wie gesagt, OS X zum Beispiel, ja, Apple. Und daraus ist dann der Wix-Desktop geworden. Ja, nee, und den ihr hier seht, das ist ja Monolith, erkennen wir an dem Hintergrund. Und da läuft jetzt auch ein Linux drauf. Auch aus dem Grund. Ja, könnt ihr gucken, hier Zusammenfassung. Der Debian Linux, was da für ein Rechner drin ist. Der läuft. Also auch nur deswegen, weil das ist mein Digitalisierungsrechner, ist ein Windows 7 drauf gewesen, da lief alles und ich habe da auch mal zum Testen mal Windows 10 drauf installiert gehabt im, wann war das gewesen, Silvester rum, weil ich wollte mal gucken, ob unter Windows 10 die Soundkarte, die TV-Karte und der Epson-Scanner, der hier drunter parkt, der Perfection 1240U Foto erkannt wird, weil mit dem habe ich Probleme unter Windows 7 gehabt. Da musste ich mir schon spezielle Teile besorgen, weil der ist 20 Jahre alt, der Drucker, der Scanner und der, ja, da hatte ich schon unter Windows 7 meinen Spaß gehabt, da Treiber zu finden und das ging dann mit einem Treiber von Epson, der zum anderen Drucker gehört, der aber kompatibel ist mit dem hier. So, und ihr werdet lachen unter Linux, hier unter Debian 10 Buster. Der Scanner läuft, wurde direkt erkannt. Die Soundkarte läuft laut der Alsa Corporation, also die den Soundserver hier für Linux hier programmiert. Da steht eine Datenbank drin, dass die Karte hier, wo ist denn jetzt hier, nicht erkannt wird, beziehungsweise erkannt schon, aber
dass die nicht funktionieren würde. Warte mal eben. Hier ist sie. Läuft, habe ich keine Probleme. Aufnahme geht über Line-In und Monitoring geht, Ausgabe geht. Die TV-Karte wird einwandfrei erkannt. So, aber das soll jetzt nicht Thema des Videos werden. Das hat dann schon eine eigene Reihe hier. Eigentlich Thema Windows 10 und Retro-Spiele. Genau, da habe ich ein paar Probleme. Und zwar zum Beispiel Hardwack 18 Wheels of Steel. Unter Windows 7 kein Problem. Ich muss da mit Fraps zu das Ding aufnehmen. Weil unter OBS geht zwar auch, aber wenn ich da irgendwas im Spiel mache, ich möchte zum Beispiel eben mal in die Option reingehen, Ton leiser lauter machen, stürzt Hardwack 18 Wheels of Steel in Verbindung mit OBS ab. Mit Fraps kein Problem, aber Fraps läuft nicht unter Windows 10. So, also muss ich mir hier wieder einen Rechner hinstellen mit Windows 7 zum Beispiel, wo ich dann die Dinge laufen lassen kann. Ich habe zum Beispiel Windows XP, könnte man nehmen für ältere Dinge, aber da hab ich habe was festgestellt, was interessant ist. Windows 7 läuft mit älteren Windows-Spielen besser als mit Windows XP. Bestes Beispiel XCOM Interceptor. Ich habe vor 9 Jahren, das lade ich ja gerade wieder hoch, das Let's Play auf dem LP-Archivkanal von mir. Da habe ich damals Windows XP zum Aufnehmen benutzt, zum Spielen, und es gab da ein kleines Problem. Es gab da immer eine Mission, wo Aliens eine Sonde bei dir am Stützpunkt abgeliefert haben, die dann zum Beispiel deinen Uplink gestört haben, wo du halt dann deine Uplinks von der Erde, also die Wissenschaft, du hast immer Daten ausgetauscht mit der Erde und das wurde gestört. Und bei diesen Sondenmissionen gab es unter Windows XP das Problem, du hast dann immer die Sonde gehört, aber nicht gesehen, du konntest nicht vernichten, du konntest ja nur die Mission schaffen, indem du ein Cheat-Programm installiert hattest. Oder halt einen speziellen Community-Patch. Aber nur für die Interceptor-Version 1.0. Wenn du jetzt zum Beispiel den von Microsoft, MicroProse, Entschuldigung, gab es ja damals 99 für Windows 98 ein Patch, 1.2. Der wird aber von den Community-Patch nicht abgedeckt. Ist damit nicht kompatibel. Du musst dann einen Interceptor in der Urversion laufen lassen. So, und jetzt dreimal dürft ihr raten. Mit Windows 7 tritt der Bug mit der Sonde gar nicht auf. Nun, zum Beispiel. Anderes Problem mit Windows 7 ist dann wieder, wenn du mit dem Rechner im Internet bleiben willst, wenn du zum Beispiel Livestream machen willst, ja, bist du direkt im Internet und wird aber, Windows 7 wird ja von Windows 7, wird von Windows 7 nicht mehr unterstützt, wollte ich gerade sagen. Von Microsoft offiziell nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt. Jo, was macht man denn da? Okay. Mein Plan wäre jetzt dann, wenn man jetzt zum Beispiel hier Retro-Spiele streamen möchte, einen Zweitrechner hinstellen, den zum Streamen benutzen, und da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Benutze ich dann Windows 10 oder hier jetzt ein Linux, weil OBS läuft ja. Keine Ahnung, mal gucken. Das sind so meine Sachen, die ich gerade hier so mir durch den Kopf gehen lasse. Wie gesagt, Linux kam jetzt erst vor kurzem dazu. Davor habe ich mir gedacht, wie machst du das? Wie spielst du jetzt ältere Spiele, die zum Beispiel ein Fraps brauchen? Weil, wie gesagt, Hardwack 18 Wheels of Steel nur unter Fraps richtig läuft. Da habe ich dann wieder die Idee gehabt, man könnte ja einen zweiten Rechner einstellen. Zum Beispiel, wie ich das mal mit No Man's Sky gemacht habe, 2016. Dass ich dann halt dann den HDMI-Ausgang der Grafikkarte von dem Rechner in die. Ich habe ja noch diese Roxio Capture Card da einspeise und die dann an einem Zweitrechner
laufen lasse, die halt dann das Grafikkartensignal abcaptured und ich dann nur die Tonspur einzeln mit Audacity aufnehme und dann einfüge, wie ich das damals schon gemacht habe. Problem ist dann wieder, ich weiß nicht, ob die Roxio mit Windows 10 arbeitet, weil ich bisher immer nur Windows 7 benutzt habe. Und da kann man dann gleich ausprobieren, ob die Roxy unter Linux läuft. Oh, das ist gerade hier so mein Problem, was ich hier habe. Mitspielen. Und, habe ich das? Hier zum Beispiel, was hier auch schon bei mir auch seit 2002, da versuche ich ja auch schon, 2002, 2003, will ich ja auch schon meine Sachen auf Linux umstellen, die Rechner, aber ich bin immer dran gescheitert, dass man unter Linux, ja, dass da die Spiele nicht so richtig laufen. Klar, DOS-Spiele kann man mit der DOS-Box spielen, die DOS-Box gibt es ja auch unter Linux. Dann zum Beispiel ein Virtualisierer wie VirtualBox oder VMware, dass man sich da ein Windows-System reinsetzt und dann da ein Spiel installiert. Dann, das fällt aber auch teilweise flach, weil die Emulatoren, oder gesagt, die virtuellen Virtualisierer, sage ich jetzt mal, dass die DirectX nicht richtig umsetzen können, weil die ja nicht die. Weil nicht die eigentliche Grafikkarte vom Rechner durchgeschleift wird, sondern da wird eine virtuelle Grafikkarte vom Virtualisierer benutzt. Und ja, da hapert es, weil die Virtualisierer sind ja eigentlich auch nur dazu gedacht, dass man zum Beispiel nur Anwendungsprogramme mit den Teilen laufen lässt, die man dringend braucht, weil die zum Beispiel unter Linux nicht laufen oder nicht mit der neuen Windows-Version, zum Beispiel. Ja, an Spiele hat da keiner gedacht. Einige Spiele laufen, also da sollen laufen, wie ich hier lese. Die Seite hier, wie nennt er sich hier? GameDoctor.pc habe ich hier durch Zufall hier gefunden. So, und okay, einige Spiele, wie zum Beispiel hier LucasArts-Dinger, würden unter Linux laufen. Durch die Scum Engine, die benutze ich ja auch hier schon. Unter Windows, da wo ich jetzt aber schon The Dig und Indiana Jones Fate of Atlantis hier let's played habe. Da gibt es keine Probleme. Ja, das ist so momentan mein Problem, dass ich so hier als Retro-Spieler habe. Wie kriege ich die alten Spiele zum Laufen? Unter neuen Betriebssystemen, unter Windows 10 zum Beispiel. Naja, einfache Lösung wäre wirklich, für jedes Problem einen eigenen Rechner hinzustellen. Sache für DOS-Spiel habe ich mir schon hier den alten Pentium 166 hierher geholt, den Compact, den ich auch schon mal auf Mike's Hobbyzimmer vorgestellt habe für alte DOS-Spielchen. Mittlerweile habe ich auch einen Rechner hier, den habe ich auch schon seit ein paar Jahren rumparken, habe aber damit nichts gemacht. Mit einem XP drauf. Da könnte man dann auch dann ältere Spiele machen, wie zum Beispiel Alarmstufe Rot. Nicht in der remasterten Version, die habe ich ja mittlerweile auch. Also, oder hier das alte Command & Conquer. Tibirenkonflikt, die gab es ja mal 2008. Beide Versionen von Electronic Arts zum Download. Allerdings in der englischen Version, keine deutschen Version. Aber als ISO-Image kann man sich auf CD brennen und dann geht's ab. Da könnte man am XP-Rechner zum Beispiel die alten Schinken machen. Aber die Frage ist dann wieder, wie capturet man dann das Signal? Ich habe hier, das habe ich auch unter Mike's Hobbyzimmer mal gemacht, wo ich versucht habe, vom DOS-Rechner das Signal in die TV-Karte zu kriegen. Das Video werde ich mal demnächst wieder hochladen. Wo ich hier diverse Sachen getestet habe, die ich habe, zum Beispiel Ausgang vom Computer. Ich habe ja hier so einen Umwandler von VGA auf Cinch. Den habe ich mir irgendwie mal billig mal von Amazon herkommen lassen. Den habe ich auch schon mal testweise in Livestreams getestet, aber das Ding ist auch nicht so die Wucht. Dann habe ich mal versucht von VGA auf Cinch und dann
Das andere war gewesen von VGA. Ich habe hier von Danny hier damals einen Konverter gekriegt von VGA auf HDMI. Der funktioniert auch nicht so mit DOS. Und dann habe ich da versucht, von VGA auf HDMI und dann von HDMI das Ganze in die Roxio Capture Card einzupflegen. Geht auch nicht. So. Und dann müsste ich mal gucken, ob es vielleicht funktioniert vom XP-Rechner, ob man da nach HDMI gehen kann mit dem Converter und dann vielleicht über die Roxio was aufnehmen kann. Schauen wir mal. Also das sind gerade so alle so Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ja, deswegen, ich muss erst mal gucken. Ah, es ist ein bisschen schwierig, bisschen schwierig. Aber ich denke mal, ich werde wohl mit dem Zwei-Rechner-System fahren, zumindest hier, was das Ganze hier betrifft, hier mit dem Windows 7-Rechner, wo ich hier eine Grafikkarte drin habe, die einen HDMI-Ausgang hat. Da kann ich dann zumindest das Signal mit der Roxy abgreifen. Das würde gehen. Gucken, ob das auch dann mit. Müsste eigentlich auch dann. Doch, das müsste mit. Mit Atem gehen. Also da könnte man dann zum Beispiel dann doch die älteren Software, die älteren Spiele, könnte man dann einfach dann das Signal ausgeben auf die Roxio. Da muss keine Capture-Software installiert werden auf dem Rechner. Nur in dem Rechner, wo die Roxio angeschlossen ist. Beziehungsweise da wird dann ja mit dem Roxy an dem Programm gecaptured. Da muss ich gucken, ob das unter Windows 10 läuft. Weil die Roxy hat ja ein Problem gehabt. Die ist zumindest damals, als ich es 2016 versucht habe, von OBS nicht erkannt worden. Beziehungsweise damals noch nicht unterstützt worden. Aber ich glaube, das war noch die alte OBS Suite und nicht OBS Studio. Und da müsste ich auch demnächst mal wieder anfangen, Test zu machen. So, was man hier machen könnte bei dem Rechner, weil der hier die TV-Karte hat. Weil ich will ja auch demnächst ja wieder mal anfangen hier wirklich mit Let's Plays hier. Auch hier wirklich Retro-Sachen, C64, Emulator gut und schön, aber wenn man das Original, den Originalcomputer hat, den könnte man dann hier auch wieder über die TV-Karte laufen lassen. Eingebunden ist er ja, funktionieren tut's, habe ich ja schon getestet mit dem VS-Video. Jo. Das sind so alles meine Gedanken, die sich hier zum Thema Retro-Spiele und aktuelle Betriebssysteme hier auftut. Aber wie gesagt, das sind sowohl die Probleme hier, wie lasse ich die unter Linux laufen oder wie lasse ich die unter Windows 10 laufen. Was zum Beispiel ja noch gibt, das habe ich jetzt letztens erst rausgefunden. Es gibt ja zum Beispiel, okay, Wine kenne ich schon ein bisschen länger. Wine, Deutsch Wein, also Wine im Englischen geschrieben und Wine ausgesprochen, ist ein, wie nennt sich das? Wine is not an emulator, ne, oder? Ja, so ähnlich. Auf jeden Fall ist das ein Programm, womit man nativ Windows-Spiele oder Windows-Programme unter Linux laufen lassen kann, ohne einen Virtualisierer oder Emulator zu installieren. Läuft aber nicht. Moment. Ich glaube, WineHQ heißt die Seite, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich war es damals zu. Na, hier ist er, Wine. Damals zu der Zeit 2004, wo ich versucht habe, Linux, also hier auf Linux umzustellen, da habe ich den mal ausprobiert und einige Programme funktionierten, andere nicht so. Dann gab es noch eine Abspaltung, nannte sich WineX, glaube ich, die war aber dann wieder kostenpflichtig. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber man konnte sich dann kostenlos das Ding aus den Quellen kompilieren. Da bin ich auch schon damals etwas gescheitert, weil damals war alles ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, 2004 rum.
Hier könnt ihr mal lesen, was es macht. Also wie gesagt, das ist hier die Wikipedia Wine. Das ist ja Wine ist. Viele Programme, die für Windows kompiliert worden sind, auch mit X-Windows auszuführen. Ne, Verfügbarkeit hier. Hier Geschichte. Na, wie gesagt, ihr könnt es euch ja selber durchgucken. Ja, genau. Katega gab es auch. Ja, genau. Wine X hieß das Ding. Nicht Direct, genau. Wine X. Das war die Geschichte, die eigentlich mehr so für die Spiele gemacht worden ist. Katega, gibt es das Ding noch? Okay. Genau. Proton. Das ist eine andere Geschichte. Die ist von Valve, also hier von Steam. Steam Client gibt es ja auch mittlerweile für Linux. Und Steam hat ja auch den auch ein Linux-Betriebssystem entwickelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, die haben ein Betriebssystem auf Linux-Basis so rumgenommen. Nennt sich SteamOS. Und da gibt es dann, habe ich jetzt auch schon ausprobiert, auf den Zweitrechner hier. Da habe ich den Steam-Client installiert. Und einige Spiele gibt es in der Steam-Bibliothek, die laufen sofort nativ unter Windows, unter Linux. Zum Beispiel Adventure Capitalist und Faster Than Light. Und man kann dann einstellen, ich glaube Direct Play war das gewesen, dann konnte man Haken setzen und sagen, hier, dass man zum Beispiel auch Windows-Spiele unter Linux spielen möchte. Und dazu konnte man sich dann die Proton-Version aussuchen. Und die ist dann installiert worden. Und die Version konnte ich aber, das konnte ich aber drüben nicht testen. Also ich konnte zwar die Spiele, die wurden mir angezeigt, alle als okay, kannst du runterladen. Hat auch gemacht, aber ich konnte sie nicht testen, weil der Rechner drüben, ja, für die Spiele etwas zu schwach ist. Weil er eigentlich, wie gesagt, ein Testrechner ist und eigentlich mehr so ein Rechner, wo ich mir hier so YouTube und meine digitalisierten VS-Kassetten angucke und DVDs. Das konnte ich noch nicht testen. Warte mal, im Crossover mal kurz gucken. Ja genau, ist eine kommerzielle Wine-Version, genau. Die ist damals, genau, Wine X hieß die, nicht DirectX. Direct X. DirectX ist ja das, die Schnittstelle zwischen der Grafikkarte und dem Betriebssystem für die 3D-Bestellung und so weiter. Ja genau. Also gibt es noch, okay, Wine X hieß die, genau. Da war ich noch dabei gewesen unter WineX. Ich habe damals versucht, Battlefield 1942 zum Laufen zu kriegen. Ich konnte es installieren, bin aber dann gescheitert. Na, guck mal, ich kann sogar Wine16. Okay, ihr misst das. Aha, okay. Das habe ich da noch nicht ausprobiert gehabt zu dem Zeitpunkt, weil ich nur auf die Spiele aus war. So, ich will mal eben zurückgehen nach WineHQ. Und damals gab es auch eine Seite, ich glaube horsal.net oder so ähnlich, da wurde dann auch geschrieben, welche Spiele aktuell unter Wine laufen. Wine is not an emulator, genau so rum war es gewesen. Aktuelle Version 5.0, Entwicklerversion. Juli, 17. Juli, ist ja brandneu. Mal gucken. Ich möchte eben nur gucken, warte mal, guck mal, deutsche Homepage gibt es auch, aber why, nee, ich möchte nur einfach nur gucken, Datenbank. Nee, ich glaube, das war Horsal. Das ist hier die WineHQ-Seite, wenn ihr mal gucken wollt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Seite hieß. Horsal oder so ähnlich. Wine. Ich meine so, ich bin mir aber nicht sicher.
Alles schon Ewigkeiten her, warte mal. Was? Nee, 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 Wholesale. Okay, machen wir mal anders. Wine und. Play on Linux? Okay, müsst ihr suchen. Ich meine, die Seite hieß damals horsal.net, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Warte mal eben. Vielleicht schreibt man den auch, vielleicht schreibe ich den gerade auch falsch. Oh, die Seite gibt es nicht mehr. Wie gesagt, das war eine Liste gewesen, wo gezeigt wurde, welche Spiele gerade, also welche Spiele man unter Wein spielen konnte. Okay. Ja, genau, und weiß nicht, gibt es die? Na, den. Es gab früher mal eine Liste. Da stand. Also auf der Seite war auch beschrieben, wie man WineX damals runterladen konnte und kompilieren konnte. Ja, wie gesagt, das ist. Auf Ubuntu, Play on Linux aus der. Aber was macht das? Es gibt zwei Wege, Windows zu installieren. Das müsste ich mir mal angucken. Aha. Dann sind wir ja da. Aber wie gesagt, ich suche noch die Datenbank, wo damals drin stand, welche Spiele mit Wine liefen. Nee, nicht Giga. Ich meine, ich habe die letztens auch noch gesehen. WineHQ. Wie gesagt, vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr. Dann sind wir wieder hier, WineHQ. Gucken wir mal, was da läuft. Ja, komm, First Person. Nightfire. Erste Frage, läuft Doom? Warte mal, Battlefield. Battlefield 1942? Warte mal, was bedeutet hier? No Version? Okay, ach, so Nummer der Version, wo es läuft wahrscheinlich. Ach so, okay. Latest Wine tested. Naja, damals, wo ich es ausprobiert habe, da ich konnte es installieren, aber nicht spielen. Ne, also das ist hier so ein Datenbank, da kann man gucken, ob die Spiele, die man spielen will, laufen unter Wine. Bloodline. Blood.
Warte mal eben. Gucken wir mal. Horror, Survival? Nee. Shells of Fury. Anstoß. Babylon 5? Echt? Da gab es einen Freeware Space Combat Simulator von? Ich weiß, von Babylon 5 sollte mal ein Simulator gemacht worden, aber das Projekt ist abgebrochen worden. Okay. Müsst ihr mir angucken. Battlecruiser Millennium. Ah, Ace of the Deep, okay. Ich suche gerade 18 Wheels of Steel. Elite Starfighter. Oh Gott. Farm Simulator, FIFA Soccer. Okay. Guitar Hero. House Flipper. Ich habe gerade Katakis gelesen. Kerbal Space Programm wird laufen, okay. Omsi. Tested on Wine Vision 1.4, okay. Lasted Waiting, Garbage. Ist vom Spiel oder her von der Funktionsweise? Orbiter. Pizza Connect. Nee, da was ich gerade suchen. Scania Trucks Driving Simulator. Ist Satisfactory. Ah! Gucken. Last is Waiting Gold. Okay. Satisfactory läuft unter meinen. Geil. So wie es aussieht. Moment, hier sind auch Kommentare. Ey, das ist ja geil. Aber ist es jetzt mit der Steam-Version getestet worden oder mit der... Hier, oh Gott. Ja. Das andere. Ich hab den Namen vergessen. Ich hab den Namen vergessen. Beim anderen, da habe ich ja Satisfactory. Mal gucken. Ich sage ja, wenn das hier unter Steam läuft, dann lohnt es sich dann nochmal 30 Euro für Satisfactory auszugeben. Wenn ich dann den anderen Rechner habe, den neueren. Uiuiuiui. Silent Hunter. Gucken, läuft 3. Platin, warte mal. Okay, Silent Hunter. Wenn ich das jetzt richtig deute, würde Silent Hunter laufen. Aber Hardwork 18 Wheels of Steel oder generell Hardwork scheint keiner getestet zu haben, so wie es aussieht. Star Trek Klingon Academy. Bridge Commander, jetzt sprechen wir. Bronze, okay. Last and Wine Version tested in 1, okay. Ob das in der aktuellsten Version funktioniert, ist eine andere Frage. Hm? Denke ich jetzt mal. Starfleet Academy habe ich eh nicht mehr. Aber ich denke mal, Silber und Platin heißt wahrscheinlich gut. Hm.
Blair Witch Commander wollte ich eben noch gucken. Okay. Aber hier Twin Simulator. Aber nicht der Microsoft Twin Simulator, okay. Wing Commander. Das, was ich jetzt suche, hier Hardwork Atemies of Steel zum Beispiel, müsste man testen, ob das geht. Walking Simulator. Vielleicht habe ich ganz verkehrt gerade gesucht, aber das ist jetzt so die Anlaufstelle. Okay. Geht's noch weiter? Application, was ist das denn hier? Ach, das ist einfach nur Epic Store, so hieß das Ding, wo ich Satisfactory gekauft habe. Gucken wir mal so weiter. Aber ich glaube, das ist eine Zusammenfassung von allem, was im Hardwork. Hot Wheels. Hongkong. Her Story. Hacker Evolution. Half-Life Rally. Naja, aber das ist wie gesagt hier die Seite. Okay. Jetzt habe ich ja viel zu lang gemacht. Linux Forum. Leute, schreibt mir bitte Spiele. Das ist von 2001. Okay, ist noch ein bisschen älter. Also, da ist er doch. holarse.net. Das war die Seite, wo ich damals geguckt habe. Gucken, ob es die noch gibt. Jo, die gibt's sogar noch. Gleich mal speichern. Neuer Bericht, aber die News sind von 2004, oder? Das letzte. Die letzte Update, doch 2004, also die Seite wird nicht mehr gepflegt, schade. Schade, schade, hier gab es nämlich eine Liste. Ah, nee. Leider nicht mehr gepflegt, die Seite. Und hier war dann nämlich alles hier, genau, Wine. Ah. Schade. Aber ja, so 2003, 2004 rum, das war hier so die Sache, wo ich versucht habe, hier komplett auf Linux umzusteigen. Katega Patch Linux. Ja. Nvidia, ja. Schade, die Seite ist nicht mehr. Nee, ist nur noch hier die. War damals eine gute Seite gewesen. Nur mindestens 4 User online. Okay, der Rekord war am 26.06.2004. Ist alles schon ein bisschen länger her. Ja, das war's. Also, so viel zum Thema jetzt hier Spielen unter Linux. Ja, aber wie gesagt, das ist das Thema. Laufen die Spiele jetzt besser unter Linux oder unter Windows 10, die älteren? Gute Frage, kann man sich aussuchen. Aber es ist schon interessant, dass Satisfactory jetzt laufen soll. Gucken wir mal.
So, dann würde ich sagen, das war es hier zum Thema hier. Ältere Spiele unter neueren Betriebssystemen. Linux ist jetzt, wie gesagt, jetzt nur zufällig hier reingekommen, weil das auch dasselbe Thema ist. Weil man hier zum Beispiel auch, über Wine oder Proton über Steam hier direkt Windows-Spiele auf Linux spielen kann oder könnte, müsste man ausprobieren. Gut, das war's dann zu dem Thema. Ich sagte mal, wir sind schon wieder bei 40 Minuten, alles viel zu lange. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Lasst euch überraschen, welches Thema das werden wird. Ich sagte mal, ja, 5:11 Uhr. Es wird langsam hell draußen wieder. Ist ja ungewohnt, dass es jetzt erst wieder so gegen 5:12 Uhr hier ist, es hell wird. Na gut. Das war's dann. Danke fürs Zugucken und mal gucken, Wetter. Wie wird's heute? Also nicht so warm, höchstens 20 Grad, sagen hier die Voraussicht, die Wettervorhersagen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.